Hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren Arcada Club Thema. Diesmal geht es nochmal um das neue Yosemite. Falls ihr es schon installiert habt, hat sich bei dem Mail-Programm nämlich einiges verändert. Und eine Sache, die neu hinzugekommen ist, die möchte ich euch heute zeigen. Die finde ich nämlich wirklich toll. Und zwar folgendes: Wenn ihr eine neue E-Mail schreibt, ich mache das jetzt hier mal, ich schreibe die E-Mail mal an mich selber. Und das ist hier ein Bauplan als Betreff. Dann möchte ich jetzt eine PDF-Datei, die mir irgendjemand geschickt hat, beispielsweise ein Architekt oder irgendein Ingenieursbüro hat mir eine PDF-Datei geschickt, die möchte ich jetzt dort einfügen und kommentieren. Dann muss ich die bislang irgendwo in einem Grafikprogramm öffnen, dort bearbeiten und irgendwelche Sachen hinzufügen. Das war sehr aufwendig, ja, muss man ganz ehrlich sagen. Jetzt geht das wesentlich einfacher. Ich habe mir hier mal so eine Beispiel-PDF-Datei genommen, die ziehe ich einfach hier in meine E-Mail rein und nun sehe ich sie hier auf dem Bildschirm. Und ich sehe auch an dieser E-Mail hier so einen kleinen Pfeil. Und wenn ich auf den klicke, dann habe ich den Menüeintrag Markierungen hier. Und da kann ich mal draufklicken. Dann sehe ich jetzt mein Bild hier. Und ich habe jetzt verschiedene Möglichkeiten, das Bild zu bearbeiten. Zum Beispiel habe ich hier so ein Zeichenwerkzeug. Und ich nehme mal hier so eine andere Farbe, ein helles Rot beispielsweise. Und mache jetzt einfach mal mit der gedrückten Maustaste oder hier mit meinem Trackpad so einen Kreis. Und ihr seht, der klappt, der sieht nicht wunderschön aus. Wenn ich aber jetzt loslasse, dann kriege ich hier einen ganz sauber gezeichneten Kreis von diesem Programm gemacht. Und dann kann ich hier auch noch einen reinmachen. Und ich kann hier oben noch auf andere Tools klicken, zum Beispiel hier diese Pfeile. Ja, und dann habe ich hier einen Pfeil, ihr habt gesehen, den habe ich auch gezogen mit der Maus. Und er hat ihn dann automatisch gerade gemacht. Und den kann ich hier auch so ein bisschen verändern. Ja. So, und hier ist noch einer dazugekommen, den möchte ich nicht haben, den lösche ich einfach mit der Löschtaste, weg ist er. Und jetzt kann ich hier meinen Pfeil genau positionieren und beispielsweise hier noch einen Text einfügen mit diesem Texttool. Und das schiebe ich da einfach hin und sage, bitte ändern, ne, zum Beispiel. Also ich kann in dieser PDF-Datei rumzeichnen und Veränderungen machen und die dann automatisch jemandem schicken. Das ging vorher nicht, das war wirklich aufwendig. Und wenn man das machen wollte, brauchte man spezielle Programme, muss das alles wieder exportieren. Es war ein Krampf. Jetzt wirklich wunderbar einfach. Und noch was ist dazu gekommen, wenn ihr beispielsweise Formulare bekommt, wo ihr eine Unterschrift leisten müsst. Bislang musste man die dann ausdrucken, unterschreiben, wieder einscannen und dann per E-Mail verschicken. Das geht jetzt einfacher. Und zwar könnt ihr hier hingehen und auf einem Zettel, und ich mache das jetzt einfach mal, ich schreibe jetzt hier mal Peer hin, das ist nicht wirklich meine Unterschrift, aber das habe ich hier mal draufgeschrieben. Und wenn ich auf dieses Unterschriftensymbol hier klicke, dann habe ich die Möglichkeit, eine Unterschrift zu erstellen. Ich lösche mal die, die da schon drin ist. Und jetzt bietet er mir an, dass ich die entweder hier mit meiner Maus oder auf dem Trackpad hier male oder per Kamera einscannen. Und dann kommt die Kamera, die ich hier eingebaut habe, und dann kann ich diesen Zettel auf diese blaue Linie halten, bis er den erkannt hat. Jetzt muss ich ein bisschen gucken, dass ich da vielleicht was näher rangehe, dass er das besser hat. So, jetzt hat er das perfekt erkannt. Jetzt muss ich mit der anderen Maustaste... Oh, warte, jetzt hat es nicht gut geklappt. Wir versuchen es nochmal. So, jetzt aber fertig. Fertig anklicken. Schon habe ich meine Unterschrift hier drin und die nehme ich einfach und kann die jetzt hier drunter schieben. Verkleinern und vergrößern, wie ich das möchte, und dann auf das Unterschriftenfeld schicken. Ja, wenn ich fertig bin, drücke ich hier oben auf Fertig und alle meine Änderungen, die ich gemacht habe, die seht ihr jetzt hier in das Bild eingearbeitet und die kann ich jetzt per E-Mail einfach verschicken. Das ist, wie gesagt, eine tolle neue Funktion, die in Yosemites neuem E-Mail-Programm drin steckt und die geht bislang nur mit PDFs. Ich meine aber, ich habe gelesen, dass man sie auch auf anderen Bildern anwenden kann, also JPEG-Dateien oder Fotos. Das habe ich hier eben versucht, das hat nicht geklappt. Ihr könnt das ja mal versuchen. Apple sagt, dass das auch mit solchen Anhängen geht, also alles, was eigentlich angezeigt wird, sollte es übernehmen, aber wie hatte diese Markierung dann nicht übernommen? Es hat jetzt hier nur bei PDF-Dateien funktioniert. Ich nehme an, es wird irgendwann ein kleines Update geben, dann geht das auch wie versprochen mit Bildern. Und ja, viel Spaß dabei, eine tolle neue Funktion in diesem Mail-Programm.